Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Omsi. Wir sind heute auf der Map Schulzendorf und diese Map habe ich selbst erstellt. Ich dachte mir, ja, alle Let's Play Omsis fangen immer mit Grundorf an, aber ich finde es jetzt langsam langweilig, deshalb dachte ich, ich zeige einfach mal meine Map, an der ich gerade baue und die ich noch nicht veröffentlicht habe. Wir fahren heute die Linie 54. Von der Nikolauskirche zum Busbahnhof. Und ich stelle schon mal alles ein. Zack. Die Heizung natürlich an. So. Und dann. Wie lange haben wir noch? 6.20 Uhr. Also es ist sehr früh morgens. Achso. 1 Minute 6. Sehr früh morgens noch. Aber es ist schon hell. Ich würde mal sagen, wir fahren mal nach vorne. Gang einlegen ist natürlich immer praktisch. Das ist jetzt die zweite Aufnahme. Da bei der ersten der Sound von Omsi nicht mit aufgenommen wurde. Tja, leider 40 Minuten umsonst aufgenommen. 40 Minuten ganz einfach. Deshalb, weil ich zwischendurch mal die Map zeigen möchte und natürlich die Hin- und Rückfahrt machen möchte. Ja, keiner will ein Ticket haben. Sonderbar. Gerade eben haben sie alle gekauft und jetzt nicht mehr. Naja, mich soll es nicht stören. Und wir fahren gleich mal weiter. Die nächste Haltestelle ist jetzt wirklich angesagt. Wir fahren erstmal links. So. Das ist hier sozusagen der kleine Wendekreis für den Bus. Da, wo wir gerade eben die Leute eingeladen haben. So. Nochmal links. Ups. Ja, den nehmen wir noch. Nächster Halt, Kieler Weg. Ja, die Ansagen sind von Floy. Also nochmal Dank an ihn. Und das Repaint ist, möchte ich eigentlich gerne nochmal neu machen, weil ja, ist jetzt nicht so was Besonderes. Einfach blau mit einem roten Streifen so. Warum will keiner einsteigen? Gibt's doch nicht. Naja. Gerade eben, das war irgendwie. Das heißt gerade eben. Ja. Ist schon eine Weile her, aber. Es war noch heute. Wir können mal diese Leiste oben machen. Eine Minute zu früh. Nächster Halt, Kanarenweg. Ja, also wir sind hier sozusagen noch in der Vorstadt. Hier sind nur Einfamilienhäuser. Ah, hier will jemand einsteigen. So. Dann hereinspaziert. Jetzt die Laterne gerade im Weg. So, ist perfekt. Und wir fahren gleich weiter. Jetzt geht's so links wieder. Und dann Richtung Innenstadt sozusagen. Zack. Was ist denn hier an? Was hast du denn? Was ist denn hier an? Wo haben sie denn ihren Führerschein gemacht? Oh Mann. Mann. Nächster Halt, Seeburger Straße. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Der erste Unfall in den ersten Minuten. Naja, es ist auch verdammt eng hier. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. So hier die Vorstadt und jetzt geht es so langsam in die Altstadt sozusagen. Ja. Wenn ihr so ein bisschen mehr Infos über die Map haben wollt, dann werde ich ja noch den Link vom Omsi-Forum in die Beschreibung tun. Da könnt ihr euch nochmal alles durchlesen. Den müsste ich dann vorher nochmal ein bisschen bearbeiten, den Beitrag. Hallo. So. Hereinspaziert. Und die Ampel wird grün. Perfekt. Oh.
Schild der Scheiße. Will vielleicht noch jemand einsteigen? Nee. Also hier diese Anzeige. Ah, Mist. Diese Anzeige zeigt jetzt auch an Busbahnhof. Also wir fahren zum Busbahnhof. Und ganz genau aus diesem Grund wird auch die letzte Ansage leider nicht angesagt. Hallo. Das merke ich natürlich jetzt erst, wenn wir aufnehmen. Aber was macht der Bus? Yay. Er driftet. Egal. Fahrschein kaufen. Eine Fahrkarte kaufen. Ups, falsches Ticket. Warum driften wir ab? Hallo? Stopp. Reicht jetzt. 1 Euro kriegen wir wieder. So. Und weiter geht's. Mit ein wenig Verspätung. Der Fahrplan hier ist sehr eng. Aber das ist auch von mir so gewollt. Ja, ist meine Map. Nächster Halt, Tanzschule. Und da ist Stau. Das freut mich nicht. So, jetzt kommen wir in so eine kleine Busschleife vor der Tanzschule. Das ist sozusagen nur für Busse. Und den Bordstein verschont. Besser gesagt, die Reifen verschont, weil den Bordstein macht das ja nicht so viel aus, aber den Reifen schon. Körperverletzung. Wollte gerade sagen, perfekt, aber nein. Jetzt steigen wieder alle aus. Ah, doch nicht. Oh, das Schild habe ich wohl getroffen. Hallo. Sorry. Zack, zack. Keiner mehr einsteigen. Und wir fahren mit Neeling weiter. Yay. Zack. Und einfach abbiegen. Auf gut Glück. Ja, hat geklappt. Nächster Halt. Sesener Straße. Die Sesener Straße, jetzt kommen so die ersten großen Kreuzungen. Es ist jetzt mit 4 Armen. Unfallmeldung. Ja. Oh, ist ja schön. Davor war hier so richtig Stau. Jetzt geht's aber wieder. Hereinspaziert. Ich kann ja mal ganz kurz die Kreuzung zeigen. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Eigentlich nicht, weil jemand ein Ticket kaufen will. Zack, zack, zack. Oh, Tageskarte. Ich lese irgendwie nicht mehr, was da steht, aber... Naja. So, dann biegen wir mal ab. Es geht wieder links, ja. Es geht sehr oft links. Nächster Halt. Am Schragen. Irgendwie komisch gelegt, die Fahrspuren von den Autos hier auf dieser Kreuzung. Es ist immer richtig eng, wenn man abbiegt. Naja, muss man halt sehen. Oh nein. Nee, oder? Das kann jetzt nicht sein. Ich habe keine Zeit für Stau. Oh, das ist ja aber schwierig. Okay, sollte ich vielleicht lieber haben. Hallo? Kann ich rückwärts? Ja, wir haben ein bisschen Platz. Okay, das ist wahrscheinlich nur wegen einem Auto. Also es ist nicht so schlimm. Hoffentlich. Wir haben nämlich schon ein wenig Verspätung, deshalb ist es nicht so praktisch, hier im Stau zu stehen. Ich weiß auch gar nicht, wieso das so ist, weil eigentlich habe ich das eingestellt, dass es wenig Verkehr ist. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn man voll Verkehr hat. Naja. Dann müssen wir halt warten. So.
Hoffentlich kommen die Leute jetzt nicht dahin gelaufen. Weil das wäre jetzt wirklich die Spitze. Es ist ganz schön tricky gemacht mit den parkenden Autos hier, sodass man immer nicht so ganz da durchkommt. Können wir mal gucken. Ja, okay, jetzt sowieso egal. Ciao. Jetzt haben wir das Auto doch berührt. Warum auch immer. Ja. Und das Auto hüpft. Juhu. Einmal Kurzstrecke. Nee, Kurzstrecke gibt's nicht mehr. Ausverkauft. Nein. Zack. Und wir müssen dringend weiterfahren. Wir haben schon 1,5 Minuten Verspätung. Nächster Halt. Universität der Künste. Jo. Mich würde mal interessieren, wie ihr die Maps so findet. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Oder auch im Showroom, im OMSI-Forum. Wir fahren jetzt mal ein bisschen zu schnell, damit wir ein bisschen Verspätung reinholen können. So, und jetzt haben wir hier so eine Haltebucht. Ich bin derzeit am Bau einer neuen Linie. Ja, die führt wahrscheinlich vom Busbahnhof zum Rathaus oder zum Bahnhof. Ich weiß noch nicht. Und dann wird, also wenn die Linie fertig ist, dann wird die Map erstmal released. Und dann können wir mal weiter. Eine normale Fahrkarte. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, eine Map komplett fertigzustellen. Weil irgendwie am Ende immer irgendwas falsch war. Und das ist halt, ja. Oder man selbst fand es nicht mehr toll und dann hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht, weiterzubauen. Das kennt ihr wahrscheinlich. Ja, aber bei dieser Map bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die fertig bauen werde. Weil, wie gesagt, die erste Linie ist schon komplett fertig. Und jetzt baue ich sozusagen an der Erweiterung. Ja, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und die nächste Haltestelle ist jetzt. Nächster Halt, Selina Straße. Genau. Es ist wieder eine große Kreuzung. Und hier gibt es eine kleine Besonderheit. Die Haltestellenhäuschen sind ein bisschen versteckt. Was macht der da? Hallo? Was ist mit dem los? Hä? Ah, der ist abgebogen, aber warum fährt er nicht weiter? Naja, muss ich nicht verstehen, aber... Zack. Hereinspaziert. Also wie man sehen kann, hier sind so ein bisschen die Haltestellenhäuschen versteckt hinter den Bäumen. Also man sieht so, ja, von ganz hinten sieht man es vielleicht nicht ganz, aber dann sieht man es wieder. Finde ich eigentlich ganz geil. Zack. Noch jemand ein Ticket? Nö. So, jetzt müssen wir nur noch auf die Ampel warten. Das ist hier ein bisschen tricky, weil man die Linksabbieger noch hat. Das heißt, es dauert alles ein bisschen länger. Und auf der anderen Seite ist natürlich wieder Stau mit den Linksabbiegern. Uah. Die Maus backt. Ja, ich backe auch gerne. Ja. Also es wollen anscheinend sehr viele Linksabbiegen. Ah, jetzt haben wir Glück. Die Ampel wird gerade grün. Müssen die noch losfahren. Wir haben fast 2 Minuten Verspätung. Das ist natürlich nicht sehr toll. Aber das liegt einfach nur daran, dass wir verkehrten und ja, das können wir vielleicht wieder einholen. Nächster Halt, Am Park. Am Park. Ja, diese Stadt ist wie gesagt sehr grün. Überall hat man Straßenbäume und es gibt halt viele Parks. Das wird man gleich hier sehen. So, links haben wir jetzt schon einen Park.
Und da kommt auch so eine Wohnsiedlung. Ja, hier ist die Wohnsiedlung. Auf der linken Seite. Und die Verspätung können wir vielleicht noch raushauen. So, und jetzt fängt es auch schon an mit dem genannten Park auf der rechten Seite. Links haben wir ein kleines Café. Das kann ich euch gleich noch zeigen. Ja, und die Verbindungsbrücken, die sind einfach nur dazu da, dass man von dem einen Park in den anderen kommt, ohne über die Straße zu gehen. Also hier ist das kleine Café sozusagen. Und hier haben wir den Park. Ja, dann haben wir hier noch so eine Verbindung zur anderen Straße, als Fußgängergasse sozusagen. Und das Ticket. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Jo. Zack. Und dann fahren wir mal weiter. Das ist jetzt noch, ja, noch zwei Stationen haben wir. Nächster Halt, Amtsgerichtsplatz. Genau, der Amtsgerichtsplatz. Dort haben wir halt das Amtsgericht mit einem kleinen See davor, einem kleinen Platz davor. Und auf der anderen Straßenseite haben wir noch so einen kleinen Park. Zeige ich euch gleich. Wo passen wir da durch? Schuss gilt. Richtige Fahrkünste hier. Also hier haben wir das Amtsgericht mit dem See und hier den kleinen Park. Ja. Die Seitenstraßen, die sind noch nicht ganz mit Laternen und so bestückt, aber das kommt noch vor dem Release. So, und jetzt einfach schnell vordrängeln. Und wir müssen geradeaus weiterfahren. Ja, jetzt kommt die Ansage für Busbahnhof. Nein, sie kommt nicht, weil ich den Namen im Haltestellenbüffel geändert habe, aber nicht bei der Ansage. Das heißt, wir müssen uns leider damit begnügen, dass diese Linie hier endet. Aber das wird auch alles noch geändert, diese kleinen Fehler und so. So, ich möchte gern abbiegen. Und abbiegen. So, und in der Mitte halten wir an. Ja, es gibt Platz für drei Linien, die hier den Endbahnhof haben. Bis jetzt gibt es nur diese Linie. Und wir lassen jetzt erstmal aussteigen. Der Fahrplan, alles okay. Aber wir sind trotzdem verspätet gewesen. Ja. Dann bitte alle aussteigen. Die stehen alle ineinander. Na dann. Gut. Das war's jetzt erstmal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil. Da zeige ich euch mal den Busbahnhof. Und wir fahren natürlich wieder zurück zur Nikolaskirche. Bis dahin, tschüss.